Siemens, wir sind natürlich ein großes, globales Innovations- und Engineering-Unternehmen. Hier in Großbritannien sehen wir eine neue Industrialisierung, mehr Manufacturing hier, Produktion hier in UK und eine sehr starke Investition in Infrastruktur. Also in unserem Siemens-Unternehmen hier in UK haben wir 13 Fertigungsstandorte. In allen sehen wir eine sehr hohe Produktivität, sehr hohe Qualität. Und was besonders stark ist hier in UK, ist die Flexibilität. Wie wir kulturell mit unseren Mitarbeitern in der Fabrik zusammenarbeiten. Was wir auch als sehr positiv sehen hier in Großbritannien, ist, es gibt ein sehr starkes und gutes Ökosystem für Innovation mit Universitäten, mit Innovationscentern. Und da können wir auch mit anderen Engineering-Unternehmen zusammenkommen und dadurch unsere Fabriksprozesse, Verbesserung, also kontinuierliche Verbesserung der Technologie in unseren Fabriken. Also hier in Großbritannien haben wir in den letzten paar Jahren eine recht große Veränderung gesehen, indem es wird Innovation, Reindustrialisierung wird viel stärker gefördert. Wir haben dieses genützt, um mehr Innovationsthemen hier zu treiben, zum Beispiel digitale Factory, das heißt Industrie 4.0, arbeiten wir sehr stark mit Universitäten und mit ganz nagelneuen Industriecentern. Die heißen hier Catapults, in Deutschland ähnlich zu Fraunhofer Centers, wo wir in so guter Zusammenarbeit arbeiten, um Technologie und Innovation in unseren Fertigungsstandorten stark zu fördern. Großbritannien ist zum Beispiel der weltgrößte Markt für Offshore-Windenergie. Und diese sind natürlich große Chancen für ein Unternehmen wie Siemens hier in Großbritannien. In unserem Siemens-Unternehmen hier in Großbritannien haben wir 14.000 Mitarbeiter. Aber wir beschäftigen eine weitere 24.000 in unseren Zulieferern. Es gibt viele Unterstützungsförderungsprogramme von der englischen Regierung, die solche Unternehmen unterstützen können, mit Unternehmen wie Siemens enger zusammenarbeiten zu können. Wir spüren hier in Großbritannien einen Aufbruch, eine Neuindustrialisierung. Und dadurch sehen wir für unser Unternehmen und unsere Zulieferanten, welche natürlich auch in Deutschland sein können, sehr positive und gute Chancen.